So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Le Tour de France Saison 2012. Ja, im letzten Part habe ich hier, irgendwie bin ich hier rein noch so, dachte, ja, ich habe schon einen Break gemacht, aber war ja nicht. Ja, es ist die letzte Etappe. Danach kommt mal eine längere Pause von mir. Ich habe es im letzten Part schon angesprochen. Ja, sein muss es einfach. Ich hoffe, ihr seid mir echt nicht böse. Und ja, mal gucken. Erstmal das ordentlich abschließen. Oh, Velis zählt als Außenseiter. Genauso wie Chavanel. Leipheimer als Favorit und gut ist. Okay, ich denke mal, Evans oder Wiggins wird einer, wird das Ding machen. Mal gucken. Okay, jetzt geht's auch schon los. Ist, glaube ich, ist ja kein Zeitfahren, was Der das ganze Team betrifft. Bleibt wie immer spannend bis zum Schluss. Das heutige Einzelzeitfahren Da über kann ich jetzt gleich mal auf 8-fach machen, das wisst ihr 21 ja. Kilometer durch die Straßen von Mailand sollte den Fahrern zwar Lass keine mal, wann größeren kommen Probleme unser erster bereiten, Fahrer? aber nach 3 Wochen im Sattel Oh, schon und bald nach mehr als 20 4 Fahrern Wochen in oder den so. Dolomiten entscheidet jede noch so Da kleine steht Etappe man's. über Sieg und Niederlage. Gespannt, wann der losdüst. Trikot müsste man ja erkennen. Normalerweise. La la la. Der kommt noch heute nicht mehr, glaube ich. Der hat sich's anders überlegt, der ist daheim geblieben. Das ist er nicht, nee. Doch, das ist er. Stimmt, ups. So, schau mal, 50. Zeitfahren hatte 460. Ich muss jetzt halt hier ordentlich was aufholen, das ist logisch. Terpstra müsste jetzt auch bald kommen. Dann sage ich doch. Terpstra ist eigentlich mal zu gut. Den lassen wir jetzt mal mit 55 fahren. Okay, 50 ist wohl zu wenig. Setzen wir 10 auch mal auf 57 und hier den werden auf 59, ja, 60 geht schon. Schauen wir halt mal, wie der so durchkommt. Ja, also beim Stegmanns, da klappt's. Das ist schon mal gut. Siolek ist gestartet. Der hat 65, ne, 61, ja, den lassen wir jetzt mal auf 55 fahren. Ja, Niki, was ist denn da los? Komisch, dass es bei dem jetzt halt nicht klappt. Hatte der vielleicht von Anfang an weniger Energie? Ich wusste. Ja, 19. Da ist der Stegmanns geworden. Schalten wir jetzt hier oben erstmal um. Er ist 20. Okay, beim Siolek, da klappt es ganz gut. Siolek auf Bohnen ist ja eigentlich gar kein großer Sprung. Bohnen hat 7. Auf 57. Lass mal einfach mal so weiterlaufen. Bis jetzt passt es ja. Siolek hat noch mehr Energie als Weg. So 57, glaube ich, ist eigentlich relativ perfekt. Wenn dann da. Gleich kommen ja die guten Fahrer. Wie viel nach dem Bohnen kommt denn der Chavanel? Oh, nicht viel. 30 Fahrer ungefähr. Und davon sind ja schon einige jetzt halt unterwegs. Na, Bohnen, der kämpft auch noch. 57, ich weiß nicht, ob ich mit 57 fahren lassen soll. Ja, ich denke mal, 57 passt für einen Chavanel. Ja, da gucken wir halt mal. Warten wir jetzt erstmal, bis der überhaupt kommt, falls er heute noch kommt.
56 lassen wir mal fahren. Wie viel nachdem kommt der Willis? Ziemlich weit vorne erst. Ja, da kommen sie dann alle drei auf einen Schlag. Schau mal jetzt einmal am besten einfach, dass der gut da durchkommt. Sieht jetzt so Zwischenwertung erstes mal 23. Ist ja nicht so toll. Aber wir kommen hier langsam ran. 58 ist zu viel, 56 lassen wir. Wir können vielleicht am Ende da nochmal ein wenig draufhauen, aber jetzt so da lieber noch nicht. Na, das ist ziemlich ausgeglichen jetzt. Jetzt wird's mehr. Elfter, okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, dann warten wir jetzt mal, bis der Willis kommt. Willis. Also wir wurden 28. dann 29. und dann 12. Da haben wir uns am Ende doch nochmal, ja, ganz schön gemausert. Pinotti ist derzeit Erster. Ja, Tuff, dann David Miller, Tohischow, Cameron Mayer, Frederik Kersiakow, Keldermann, Ivan Gutierrez, Back und Alexander Vinokurov. Ja, Vinokurov, auch ein bekannter Name. Ja, Willis, wann kommst denn du? Welche Fahrer kommen denn so vor ihm? Rodriguez, Pinot, Corsa. Jetzt ist er da. Ne, der hat schon viel. Also, da lassen wir mal auf 58 fahren. Schauen wir halt einfach mal. Boah, Leipheimer ist auch schon unterwegs. So, Ding auch, Cataldo. So, jetzt müssen wir alle drei im Auge behalten. Das kann ich in meinem Alter nimmer. Drei Leute auf einmal beobachten. Stellen die sich vor? Ich würde Hammer. Okay, es klappt eigentlich relativ gut hier. Siebter war man der Erste. Leipheimer ist Dritter, okay. Und Cataldo 56. Okay, passt. Um die brauchen wir uns schon mal nicht kümmern. Der Fahrer, der gerade die Ziellinie überquert hat, ist Bestzeit gefahren. Der Fahrer, der gerade eben die Ziellinie überquert hat. Ja, und wer war das? Mal drehen. So, Leipheimer. Komm, der muss jetzt doch da rankommen. Der hat noch mehr Strecke als Energie, das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich habe mich wenig vertüftelt. Willis ist schon 13, der ist schon wieder zurückgefallen. Ein Kilometer noch. Beim Leipheimer dagegen passt. Achter, schade. Okay, Leipheimer, da passt's. Ja, den kann ich so weiterlaufen lassen. Der kann jetzt hier nochmal ordentlich rausholen. Na, Zweiter! Schade! Mit 15 Sekunden und Cataldo. Hey! 33, okay. Dann können wir es jetzt halt einfach ins Ziel trudeln lassen. Vielleicht bleiben wir jetzt weiter, wer weiß. Evans ist unterwegs. Evans fährt hier und Evans ist Erster. Ja, Evans hat's gerissen. Schade. Cadel Evans gewinnt die letzte Etappe sogar vom Giro. Mit 59 Sekunden vor Leipheimer.
Das bedeutet, Evans ist in der Gesamtwertung Erster vor Scarponi, vor Nibali, vor Gadre, vor Pozzo Vivo, vor Sanchez, vor Tegent, vor Rujano, vor Schleck und vor Hupon. In der Punktewertung sieht's folgendermaßen aus. Nibali gewinnt das Sprinter-Trikot. Leipheimer wird Zweiter, Evans dreht das Scarponi Vierter und Torhüschoft Fünfter. Entschuldigung, Mann. Die Bergwertung ist dann doch wieder was Erfreuliches. Leipheimer gewinnt mit deutlichem Vorsprung vor Rujano, Scarponi, Nibali, Evans, Barreto, Serpa, de Klerk, Kieselowski und Gadré. Das freut mich wirklich sehr. Jungprofi gewinnt der... Team gewinnt Omega Pharma Quickstep Cycling Team. Mal zu wir. Perfekt. Sehr perfekt. So, und das Skript steht jetzt noch in die Nachrichten. Nichts mehr. Hier sehen wir nochmal Gesamtüberblick. Wir wurden 15, 16 und 18. Ist ja einwandfrei eigentlich für das, dass wir mit einem nicht so guten Team gefahren sind. Dafür, dass unser Top-Favorit ausgeschieden ist, hat es schon gepasst. Ja, Leute, das war's dann jetzt für die nächste Zeit mit Les Tours de France Saison 2012. Ich danke allen, die mich dabei jetzt dazu recht unterstützt haben. Ihr wart wirklich klasse. Fettes Lob geht jetzt an euch alle raus. Für jeden einzelnen View, jedes einzelne Däumchen, jeden alles, jedes Abo, was ich deswegen bekommen habe und so. Ich danke euch wirklich sehr. Mir das Projekt bis jetzt hat echt eigentlich Spaß gemacht, bis auf den letzten Giro. Die ersten 10 Etappen waren ganz cool eigentlich, aber danach habe ich dann irgendwie die Lust verloren. Ich hoffe, ihr nehmt es mir, wie gesagt, echt nicht übel. Danke euch jetzt nochmal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Könnt ihr mal gerne in meinen anderen Videos rumschauen. Vielleicht findet ihr da ja was. Und ja, dann bis die Tage. Macht's gut und ciao.